Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit der nächsten RTG-Folge und das Wochenende war wild. Also es gab so viel Content, das war wirklich unfassbar. Ich kann euch beruhigen, falls ihr nicht mitgekommen seid mit den ganzen Packs und Picks und Upgrade-Dingern und Flash-SBCs und Spieler-SBCs und keine Ahnung, was es alles gab. Ich kam auch nicht so ganz mit. Ich habe versucht, das immer bestmöglich in die einzelnen Videos zu bringen. Heute die Folge ordnen wir mal so ein bisschen, dann seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand, das ist ganz geil. Und habe auch noch einen coolen Ausblick auf jeden Fall schon mal für morgen, das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich habe erstmal, ich muss die Packs suchen, ich weiß es nicht, die hier, Doppel 81 plus Upgrade Packs gemacht. Ihr wisst ja, ich habe probiert eine Eike zu ziehen und ich habe es auch geschafft. Aber erstmal möchte ich euch die Highlights zeigen aus diesen 81 plus, da habe ich über 50 Stück gemacht, ein paar Walkouts gezogen und so weiter und so fort. Erstmal viel Spaß damit. 50 Brasilien, Frankreich, Niederlande, Portugal, 2 81 plus Spielerpacks. Meine Freunde der Sonne. Heute ist der große Tag gekommen. EA hat sogar noch Pelé released. Pelé, R9, Zidane, Cruyff, Figo, Eusebio, alle sind drin. 50 von diesen Dingern. Ich brauche Fodder oder gute Spieler. Glaubt ihr, wir ziehen heute eine Icon? Frankreich, Torwart. Ja, direkt erster Walkout im zweiten. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Geil. Komm, ich brauche Walkouts. Frankreich. LM. Ja. Immerhin. 86er. Zweiter Walkout. Immerhin. Komm, eine Icon. Walkout. Holland. ZM. Ja. Nächster Walkout. Es läuft doch so langsam. Es läuft doch so langsam. Gut. Komm, ey. Lass es krachen. Oh, ja. Kommt ein Kracher. Oh, Vinaldo. Hätte Mbappé sein können. Aber nächster Walkout 88er. Gut. Wen gibt es denn sonst noch aus den Ländern überhaupt? Nicht mehr viele, glaube ich. Oh, Back-to-Back. Back-to-Back Vinaldo. Gut, trotzdem gut. Den habe ich jetzt zwar gerade erst losbekommen. Da könnte man sich jetzt aufregen und sagen, ja, jetzt ziehe ich den schon wieder. Ich bin happy über jeden Walkout, den ich habe. Es ist gut, den stoßen wir diesmal ab. Nächstes Päckchen, Frankreich, Torwart, Hugo, let's go. Gut. Weiter so, yay, weiter so. Inform, könnte ein Kracher sein. Frankreich, Usman. Yo, Untrade, nimmt man mal mit, gut. Leider keine hohe Bewertung. Ja. 88er Bernardo. Das brauche ich hier, Sports. Das brauche ich. Komm, zwei Packs noch. Oh, Mbappé. Ach, wieder Vinaldum. Der verfolgt mich einfach. Der Mann verfolgt mich. Einen haben wir noch auf dem Stapel sitzen. Dreimal Vinaldum. Viermal jetzt schon daraus. Krank. Und letztes. Nochmal Frankreich. Stürmer. Mbappé. Okay. Die Packs waren gut. Wirklich. Die waren wirklich gut. Muss ich so sagen. Machen wir davon nochmal 50 Stück morgen? Frank für einen Freund. Da war zwar noch keine Ikone drin, aber ihr habt es gesehen, sehr viele Walkouts aus diesen weißen 50 Packs. Ich glaube, waren echt 8 oder 9 Walkouts, alleine irgendwie 2-3 Mal Vinaldo. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich habe auch nicht jeden einzelnen Walkout euch zusammengeschnitten. Ich habe, glaube ich, nicht alle gefunden beim Wieder-Reinschneiden. Ich habe das natürlich über 1-2 Stunden geöffnet. Und wenn da mal so ein Trent Alexander-Arnold oder so fehlte, dann ist das halt so. Ich habe mit dem dann angefangen, eine SBC zu machen. Da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Deswegen finde ich das sehr cool, dass ich euch damit auch so ein bisschen überraschen kann. Denn ihr seht schon, ich habe den 89er-Team abgegeben. Und mein Verein, wie soll ich sagen, mein Verein blutet. Und ich musste so roundabout 300, 350k noch nebenbei reincashen. Ich musste immer mal wieder mal so ein 1,90 kaufen, so jetzt hier so ein Benzema oder im ersten Team auch so ein Robert Lewandowski. Wen mache ich überhaupt? Robbie Keane Hero habe ich noch ganz am Ende abgeschlossen.
Ich dachte mir, ich will den eigentlich haben. Ich fand den Ingame immer sehr, 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 sehr gut gegen mich. Und ja, habe dann noch die 85 Plus Packs geöffnet. Und daraus kam dann eine Icon. Ich habe so viele Stunden war ich live, habe versucht Icons zu öffnen. Wir haben schon 750, 800k in Upgrade Packs reingeballert, schon über 150 Stück gemacht. Dann ziehe ich offline einen 85 Plus, weil ich ja noch die letzte SBC machen wollte von Keen. Und dann kam Laudrup um die Ecke. Also die erste Icon. Damit bin ich aber noch nicht zufrieden. Es ist eine Icon, aber ey, das ist die schlechteste Icon überhaupt. Das ist ja absolut Banane gewesen, sind wir ja mal ganz ehrlich. Ich habe mich trotzdem darüber gefreut, auf jeden Fall habe ich mich auch darüber geärgert. Mein Ziel war, eine Icon zu ziehen. Mein Ziel war es aber vielleicht nicht, Laudrup zu packen, sondern selbst ein Klose wäre schon deutlich besser gewesen. Aber naja, ihr seht schon, ich habe dann hier jetzt die letzten Packs noch aufgemacht. Wieso habe ich die jetzt noch? Ich habe noch gewartet. Der Keen ging bis 19 Uhr und die Packs kamen um 17.30 Uhr, weil ich brauchte noch Fodder. Es war wirklich, ich sage es mal, so ein Ach und Krach. Ich habe halt probiert, nicht noch mehr Coins auszugeben als nötig. Und die Packs waren aber leider nicht so gut. Ihr seht, da war ich bei 4,4 Millionen. Das heißt, ich habe dann, um ganz ehrlich zu sein, meine 350k oder so dafür ausgegeben. Schwierig so ein bisschen abzuschätzen, die ich dann auch nachkaufen musste. Das letzte Pack war leider nochmal ziemlich bad. Hab dann noch ein 125k Pack geöffnet durch 200 Rivals-Siege. Auch da war dann nicht viel drin. Also zumindest nochmal so ein Rodri, so ein 87er, der mir gut getan hat. Weil das 88er-Team, wie gesagt, muss ich noch abschließen. Das habe ich nicht mit den ganzen Packs mit meinem Verein geschafft. Denn ich habe ja auch schon Robin van Persie abgeschlossen und so weiter und so fort. Hier seht ihr dann, ich musste Lewandowski kaufen, Lloris, Magnon und Thiago Silva. Das waren auch nochmal knackige 120k oder so. Und habe dafür noch ein 50k-Pack bekommen, wo dann allerdings auch nichts drin war. Robbie Keane habe ich aber dann abgeschlossen. Ich hoffe, viele haben mir gesagt aus meinem Stream-Chat, ich habe wirklich 2-3 Tage lang überlegt, mache ich den oder mache ich den nicht. Ich wusste ja, ich mache viele Packs. Ich wusste auch nicht, wohin soll ich dann mit den Packs. Aber ich wusste auch, Keane ist übel teuer und so viel habe ich eigentlich auch nicht. Und ich habe mich jetzt doch für ihn halt entschieden und ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Aber viele meinten, die den gemacht haben, es haben den natürlich vergleichsweise relativ wenig immer, weil der so viel kostet. Ich meine, Lani, der ist wirklich richtig gut. 5 Sterne Weakfall auch noch und auf Dauer mit den ganzen Prem hier, mit den ganzen Prem Hero Karten auf jeden Fall einer der besten und sollte ich definitiv mitnehmen. Das habe ich auch gemacht. Ansonsten, was steht sonst noch an? Heute Abend, meine Freunde, heute Abend werde ich live sein und werde, ich kann es schon kaum erwarten. Heute Abend werde ich live sein, für morgen natürlich auch fürs Video direkt euch bringen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hier, wo ist der Kram denn überhaupt? FIFA World Cup Icons Spielerwahl, 35 Tokens, es ist soweit. Ich habe... glaube ich 30, 29, ich schau mal ganz kurz hier, ich habe schon jede Menge erspielt, heute kommen die nächsten, ich habe 29 habe ich schon, ich mache wahrscheinlich noch ein 30. fertig bis um 19 Uhr und dann muss ich noch 5 Golden Goal Runden gewinnen, das sollte ich hoffentlich in 1-2 Stunden schaffen und dann öffne ich wie gesagt das Pack, also hier habe ich alles gemacht, 3 von 8 brauche ich noch und ansonsten die ganzen Siege geholt, dies, das, jenes, also genug reingegrindet, Rivals habe ich auch schon ein bisschen gespielt und ich könnte theoretisch noch das Pack öffnen, das mache ich allerdings erstmal nicht. Was mir noch wichtig ist, zum Abschluss der heutigen Folge, euch das einfach nur nochmal zu sagen, es gibt ja 50 Tokens zum Erspielen, weil jetzt lösen ja viele Leute ihre Sachen ein. Es gibt 50 zum Erspielen, das sollte relativ fix sein, dass auch auf jeden Fall 50 kommen. Und dann gibt es 60 Tokens allerdings in Dream Squad. Das heißt meiner Meinung nach, nicht, dass 60 Tokens kommen. Ich glaube das nicht. Denn EA hat gesagt, es kommt eine unbestimmte Anzahl noch in Packs. Sie wissen es wahrscheinlich selber nicht genau, also das weiß man nicht. Plant nicht mit 60. Ich würde mit 53, 54 planen. Ich kann mir nicht vorstellen... Es gab jetzt schon ein Pack mit einem Token und es gibt das jetzt auch noch. Ich kann mir tatsächlich aktuell nicht vorstellen, dass sie jetzt alle 2 Tage so ein Pack bringen mit einem Token. Kann natürlich sein,
Kann ich mir aktuell allerdings nicht vorstellen und ich würde es dann auch nicht machen mit der RTG, weil das würde ja jetzt bedeuten, ich müsste noch 9 weitere Packs für 75.000, da ist gerade die Dings vor, Erwerbung war davor, ich müsste ja jetzt noch 9 weitere Packs für 75.000 ausgeben, naja, fast 1 Million, nur für 9 Tokens. Also, das wäre es mir nicht wert, sage ich euch ganz ehrlich. Klar, ich kriege da auch noch immer so ein bisschen Krams zurück, aber die Infos und so, also ich müsste trotzdem 1 Million reincashen für 9 weitere Tokens. Das werde ich, glaube ich, nicht machen. Den Rat gebe ich euch nur, achtet da drauf, weil es wird wirklich teuer. 75k ist wirklich frech und naja, gebe ich jetzt 1 Million aus für so einen Mason Mount oder für so einen 20x Finanz Plus? Auf gar keinen Fall, das ist absolut dumm, das werde ich nicht machen. Deswegen achtet da drauf, wenn ihr eure Token einlöst. Es werden, glaube ich, keine 60 Stück kommen. Und wenn, wird es sehr, sehr teuer. Und ja, das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge. Morgen, wie gesagt, dann den Pick und so weiter und so fort. Und dann hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Die erste Icon können wir den Haken hin noch hintersetzen. Ich gebe mich damit aber, glaube ich, noch nicht zufrieden. Ja, ich hoffe, morgen ziehe ich dann das Große los. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.